Liebe Freunde, wir werden heute herausfinden, wie wir als Avatar aussehen. Und mit diesem sehr geilen Look und auch meinen Photoshop-Skills und deinem seelischen Support wird das Ganze sehr krass werden. Alter, fängt direkt Curse an. Wer Avatar noch nicht kennt, Avatar ist eine Must-See-Experience, Freunde. Ich erinnere mich noch beim ersten Teil, wo wir im Kino saßen und wir das allererste Mal nach innen geweint haben, weil wir nicht zeigen wollten, dass wir weinen müssen. Aber diese Szenen waren einfach so heroisch, so majestätisch, so schön, so ästhetisch einfach. Ich glaube, den Film haben wir auch 2 oder 3 Mal zusammen im Kino geguckt. Krass, damals. Ja. Und jetzt geht's weiter, Alter. Aber bevor es losgeht, wann kommt der Film in die Kinos? Steht das jetzt hier? Am 14.12. kommt der Film in die Kinos und im Rahmen dessen machen wir uns beide jetzt zu Navi. Du kannst gerne auch gleich einmal ein bisschen photoshoppen, weil du hast ja schon sehr viel gefotoshoppt in deinem Leben. Ja? Ich glaube, dass wir sehr gut hinbekommen werden, Freunde. Wir machen kurz Foto. Es ist ja perfekt, einfach komplett dunkel, das Bild. Fotografie können wir, ne? Egal, ist ja alles raw. Wir machen dich schön hell. Geben den ganzen nochmal ein bisschen Sättigung wieder. Immer mal grain hairst, also. Ja. Seit Songs ist ja wohnen, so ein paar graue Haare zu bekommen, ja. Nicht so viel wie ich, aber. Wir haben ja mit dem Programm das Privileg, dass wir halt auch die Hauttöne sofort rausnehmen können. Das ist super geil. Guck mal hier. Guck mal, wie krass. Ich habe nichts gemacht, ne? Zack, er sieht dich direkt als Person. Ich klick drauf. Ich bin eigentlich total sinnlos hier. Körperhaut. Ja, ist das neu? Oder war das schon immer da? Vielleicht war es immer schon da, ich habe es einfach noch nicht gecheckt. Ach. Und jetzt kann ich dich einfach hell machen. So, Wabu. Und jetzt könnte ich dich einfach so blau machen. Kannst du Lippen auch direkt einfärben? Ich kann alles hier mitmachen. Die müssen ein bisschen dunkler sein, ne? Lila schon fast so dunkel, ne? So ein bisschen, ne? Ja, mehr Richtung Lila-Ton. Mehr ein bisschen Lila-Ton, ne? So eher, ne? Ich würde mal sagen, möchtest du irgendwas machen, unternehmen gegen diese grauen Haare? Kann man das? Ich glaube, da kann man nichts vergangen machen. Ich weiß nicht, ich kann es ja deine Haare färben, aber es würden nur Idioten machen. So, wir cleanen mal ganz kurz so ein bisschen deine Haut, ja? Einfach, weil die haben ja immer sehr cleane Haut. Also, was die Navi haben, die Augen sind ja viel weiter auseinander und größer. Ich würde mal sagen, dass wir erstmal damit anfangen, dass wir die Augen von dir ein bisschen verschieben. Alter. Jetzt gehen wir nochmal rein. Ich glaube, die Augen sind schon so groß, oder? Ich meine, guck mal, dieses ikonische Bild hier von. Diese Augen sind riesig hier. Das weniger cool aus. Ja, es gibt ja manche im Volk, die halt nicht so cool aussehen, glaube ich. Die Nase ist ja meistens immer so recht spitz und geht ja sehr gerade runter. Es ist eine ganz normale Nase. Ich glaube, das müsste ich jetzt mal so malen. Guck mal, eher so, ne? Sieht immer schlimmer aus, Alter. Ich glaube, ich muss trotzdem noch mal ein bisschen Hand anlegen an deine Augen. Guck mal, das Dunkle hier, ne? By the way. Das müsste weg sein. Genau, ja. Ja, man kann natürlich auch mit den Mitteltönen hier einfach noch mal ein bisschen heller gehen, ne? Sieht doch ganz gut aus eigentlich schon, ne? Die Haare, ne? Die haben sowas wie Geheimratsecken. Das gibt's doch bestimmt bei denen gar nicht. Wenn du meine Geheimratsecken wegmachst, das bin ja nicht mehr ich dann. Ja, stimmt, ja. Dann machen wir die wieder rein, so. Geheimratsecken lassen wir, könnte ich ein bisschen schmaler machen, du bist viel unterwegs gewesen. Guck mal, das sieht direkt ein bisschen mehr danach aus für mich. Ich glaube, ich clean mal dein Gesicht noch so ein bisschen mehr. Erkennt man dich wieder? Nö, gar nicht mehr, ne? So, nehmen wir diese Ananasscheibe hier einfach. Mehr so mehr gelblich-grünlich, ne? Bisschen mehr gelblich-grünlich kannst du haben. Eher sowas, ne? Mhm. Dann gehen wir auf weiche Kante. Zack. Machen wir einfach mal so. Mal gucken, ob das gut aussieht. Doch, könnte. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 Aliens. Jetzt gehen wir nochmal schön fein drüber, so, weißt du. Guck mal, direkt sieht's aus, wer ist dahinter. Und die haben ja immer so ein, ja, so ein Pattern, ne? So. Aha. Oh ja? Nicht? Doch. Mega. Also wenn du willst, ich gebe das in guter Qualität, du kannst ausdrucken. Und die haben ja in der Mitte, ist ja immer so ein bisschen weniger. Ja, siehst du? Also da verschwimmt es so ein bisschen. Nehme ich doch einfach nochmal den Radierer, mach so. Weil ich pointe eigentlich jetzt gerade nur, weißt du, so ein bisschen. Und dann hast du gesagt, da haben die noch so Punkte. Ja, so auf die Stirn meistens. Oh, nee, ach, tatsächlich überall sogar. Ja, entspannt. Dann machen wir doch einfach so. Ich weiß nicht, ob die angeordnet sind. Bei dir sind die nicht angeordnet. Ach so, das sind einfach Sommersprossen oder was? Wie stimmt, wie Sommersprossen. Ich speichere das ab, ne, falls es irgendwie mal... Nee, also ich möchte es auf jeden Fall nicht. Weiß nicht, Tinder-Profilbild? But you don't even know my name. Wir können jetzt direkt mein Gesicht machen oder wir machen jemand anderen. Jemand, der wirklich
sein Gesicht gehört verformt. Jemand, der es nötig hat, eine schöne Schönheits-OP zu bekommen. Wen hast du? Knoss. Knossi ist mega. Knossi braucht gar keine Schönheits-OP. Aber wir machen Knossi zu einem Navi. Das wird jetzt was. Wir suchen mal ein Bild von Knossi, das allerschönste Bild von Knossi. Es gibt ja nur schöne Bilder von Knossi. Das hier ist doch gut. Oder? Ja, safe. Das wird richtig gut. Oh, die haben noch Eckzähne eigentlich. Ah, ja, die können wir jetzt machen. Die Ohren sind frei. Die müssen... Ja, der hat diese Krone. Ist natürlich jetzt schwierig, ne? Egal, wir geben eine komplett andere Frisur einfach. Knossi, sind Sie bereit für Ihre Surgery? Ich will nicht sterben. Guck mal, wir können auch hier direkt wieder in den Camera Raw Filter gehen. Und dann machen wir den doch erstmal blau. Wir können auch grün machen, ne? Das ist der Algenkönig. Die sind ja tatsächlich so ganz leicht türkis-grünlich, ne? Die neuen. Die leben halt so in der Küste am Wasser. Mhm. Und dadurch hat sich die Hautfarbe halt so anders. Ach, krass, ja. Ich höre vor, dieser Mensch steht auf einmal nachts an der Tür. Sieht direkt aus wie so ein Schlumpf irgendwie. Ja, ist echt ein Schlumpf. Ja, doch, doch. Guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt ist ein bisschen sehr türkis. Jetzt ist okay. Wir können natürlich auch ein bisschen mehr wieder blau gehen. Wir machen eine neue Maske. Wir machen die Lippen. Die Lippen sind ja dann so. Augenbraue. Ich würde die dunkler machen, so. So alt. Einfach ein türkischer aber blauer Knossi. Die Augenbrauen müssen wir eh wegmachen, ne? Aber die Haare dunkel ist türkisch. Haben die wirklich, also, lass noch mal kurz gucken. Also, die haben Augenbrauen, aber es sind keine Haare, glaube ich. You have rights, ja. Ja, dann mache ich die doch einfach auch blau. Dann kriege ich die gleich viel besser weg. So, guck mal, die sind einfach weg. Hä, wie geil, zack. Alter. Wir schaffen ein Monster hier. Ich will sterben. Die haben ja so Eckzähne. Die haben sogar 4 Eckzähne. Wir haben nur 2. Das wird sehr schwierig. Weißt du, was wir machen müssen? Es tut mir auch mega leid, dass wir es machen müssen. Wir müssen, glaube ich, die untersten Zähne wegmachen. Sei doch mal nicht so. Sei doch mal nicht so. Was ist das? Hä, hey, sieht doch noch ganz normal aus. Du musst hart sein mit dem Dschungelwein. So, guck mal. Ja, der daneben auch, der rechts daneben auch. Der hier auch, ja. Der hier auch. Hör doch mal auf. Nase? Du musst eh auch gleich die Augen, ne? Ah ja, die Augen. Ich glaube, ich mache sogar mehr Sinn. Wir machen das mal anders jetzt. Okay, das. In diesem Bild wurde kein Gesicht erkannt. Was ist das denn? Okay, dann geht's halt nicht anders. Oh mein Gott, das wird, glaube ich, schwierig jetzt gerade. Aber das liegt auch ein bisschen am Foto selber, nicht? An Knossmos. Was ist los, Alter? Willst du nicht die Ohren direkt wegmachen und dann irgendwie... Also guck mal, das sieht ja nicht mehr aus wie Mensch. Das sieht eher aus wie so ein Fledermausohr oder sowas. Ja, die sind auch sehr weit oben, die Ohren, ja. Aber ich glaube, die können wir nutzen. Mhm, auch sein, ja. Wir machen mal ganz kurz... Ich schneide mal ganz kurz aus. Die Leute, braucht doch eine andere Frisur. Muss ich mir, glaube ich, die Krone entziehen. Das sieht ganz, ganz schlimm aus. Wir müssen mal diese Kante hier wegmachen. Zack, weg ist sie. Mach ein bisschen Hautreinigung. So, er braucht eine Iris. Eine große gelbe Iris. Und jetzt müssen wir gucken, dass die Punkte richtig sind. Ey, das sieht auf jeden Fall besser aus. Jetzt machen wir noch so, schneiden den Rest aus. Guck mal, die Augen, ne? Dann kriegen die so ein bisschen Schatten. Ja. Sieht ein bisschen echter aus. So. Und jetzt können wir halt noch mit den Farben spielen. Ey, das sieht doch so viel geiler aus als deins. I'm sorry, aber. Jetzt brauchen wir Haare. Wir haben mal geschaut, was die für Haare haben, die Navi. Eigentlich würde sowas hier passen. Ja, aber der hat halt keinen Stirn, ne? Der muss leider so. Idiot. Geil, Alter. Nehmen wir. Perfekt. Ohren kannst du so seitlich drehen und dran. Ja, ist safe. So. Knossi ist uns nicht so komplett gelungen. Hey, tut mir leid. Knossi haben unser Bestes gegeben. Aber die Augen und Zähne sind schon ganz cool. Ja, die sind besser geworden. Und wir haben diesmal an die Ohren gedacht. So. Oh, ich höre, du findest das nicht schön? Ich finde das schön. Jetzt passen wir ihn noch an. So, das ist doch schön. Guck mal, dann machen wir noch irgendwie so. Sieht aus, als würde er ein Selfie machen. Stimmt, das sieht aus, als würde er ein Selfie machen, ja. Ja, Lensflare würde halt nicht wirklich reinkommen bei so einem Licht. Aber so, weißt du? Ne? Oh, das ist doch schön. Das ist schön. Dann machen wir noch einen Schein nach innen. Ja. Ich finde es geil. Das ist super. Das ist mega geworden. Kissing strangers when you go out. Turn a 10 piece to a 20 quick. Es wäre gar nicht gut, wenn man das hochlädt, das Foto und Knossi taggt. Wäre nicht gut. Macht das nicht, Freunde. So.
Wir nehmen Julia. Findest du Julia hübsch? Ja, hübsch. Der, die ist 13, Alter. Hör mal. Wir machen jetzt super schnell. Julia, da müssen wir nicht wirklich viel machen. Die hat halt auch so eine kleine Stupsnase, ne? Du und sie, ihr habt die kleinsten Nasen, die es gibt. Zack, Julias Face. Pam, pam. Wir machen sie blau. Guck mal, Julia sieht sogar so auch. Ich zimt jetzt gerade so hart, ne? Aber sieht trotzdem auch so irgendwie pretty aus. Nicht? Digga, die ist 13. Ich mach erstmal die Lippen. Perfekt. Mhm. Wir machen mal die Iris. Die machen wir erstmal gelb. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, komm. Wow. So. Ja. Ne? Haare, Augenbraue. Das sieht ja aus wie ein anderer Mensch. Krass, was die Augenbrauenfarbe irgendwie macht. Übertrieben. Ne? Aber guck mal, wir machen ihre Haare schwarz. Sieht mega aus wie so ein Charakter für Iron of the Galaxy. Voll. Voll übertrieben. That's gonna be me. Die sieht mega aus wie so ein Alien, einfach crazy. Das sieht so crazy aus. Das sieht übertrieben crazy aus. Sollen wir bei ihr einfach die Augen kleiner machen? Er sieht immer noch gut aus. Hey, natürlich! Was ist das? Ihr kennt dein Gesicht. Hey. Ich glaube, ihre Augen musst du gar nicht verschieben, habe ich das Gefühl. Doch. Die Augen müssen größer werden, auf jeden Fall. Bup, bup, bup. Bup, bup, bup. Hey, sieht mega aus. Was ist? Nein, sieht halt übertrieben kacke aus gerade. Aber ich finde, wenn die Nase noch dazu kommt, dann sieht es immer danach sehr viel besser aus. Ey, muss man echt nicht viel machen, ne? Hier haben wir wieder so eine spitze Nase. Ja. Guck mal, ich mache was ganz Süßes. Ein Zahn so raus. Ja. So. Das sieht mega aus. Mega. Oh, wir haben was vergessen die ganze Zeit. Was denn? Oh, das können wir jetzt bei Julia machen. Ach, hier diese... Voll. Ja, die haben doch an der Nase noch hier, das hier immer. Guck mal. Ja, die haben ja unter der Nase hier noch das hier. So lila aus, habe ich das Gefühl. Eher so in so eine Richtung. Aha. So, jetzt kriegen die nochmal hier Avatar Pattern. Die Punkte, ja. Hey, wir sind fertig. Alter, das war es. Ja. Was? Was? Ohren könntest du noch. Die Ohren könnte man noch machen, ja? Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Passt so, oder? Wenn die Haare noch so ein bisschen wegbekommst. Ich krieg alles weg. Also, was denkt ihr? Alle meine Fans sind maskuline Jungs, ja, ja. Kennst du Julia noch so wieder? Eher weniger, oder? Ich finde, hier erkenne ich noch sie ganz klar. Ist richtig, ja. Verstehe ich. Oh, hier erkenne ich mich auch nicht wieder. Ja, stimmt, ja. Krass, doch, schon. Schon, ja. Das ist richtig gut geworden. Die Augen hätten vielleicht ein bisschen heller werden können, aber abspeichern. Es wäre nicht gut, wenn man das Foto hochlädt und Julia taggt, glaube ich. Na, ich glaube nicht. Ich kann euch nichts verbieten, ne? Aber wenn ihr das machen wollt. Ja, ich würde es auch voll verstehen, wenn Leute das machen würden, aber. Schwierig. Du darfst mich jetzt machen. Bitte nicht. So, wie ich sag gar nichts, oder? Nee, sag ruhig. Du kannst sagen, was du noch anders haben möchtest. Also, dann würde ich auf jeden Fall ein bisschen Sättigung reinhauen. Ein bisschen Dynamik, Sättigung. Ja, so weit darfst du nicht hochgehen. Entspann dich. So? Ja, ne? Boah, ich weiß nicht. Aber ja, okay, ich will da gar nicht so viel reinreden, weil sonst wird's ja gut. Ah! Ja, ich bin ein bisschen lila geworden, aber wenn du das so cool findest, dann nehme ich das auch natürlich gerne an. So, ne? Das ist ja, passt. Das sieht mega aus. Ich will es einfach genauso lassen. Lass es so, Hammer. Wie kriegt man jetzt den Bart weg? Haben die einen Bart? Ja, du könntest ein bisschen was von der Stirn nehmen. Ja, das sieht ja gut aus. Das ist perfekt. Man sieht ganz genau, wo der Bart ist. Ja, du kannst noch ein bisschen dunkler ziehen, weil es einfach so hell ist deswegen. Die Lippe ist jetzt raus, ne? Irgendwie. Du wolltest das so haben. Ich habe auch so eine übertriebenste Hornhaut über den Mund. Das sieht einfach dirty aus. Sieht auch immer kacke aus. Ja, dann. STRG-SHIFT-X vielleicht? STRG-SHIFT-X. Dann kommst du in den Verflüssigungsmodus. Du kannst auch hier in diese Gesichtserkennung gehen. Das ist zu viel für dich. So. Also das nee, du machst, wie du möchtest. Das größer machen, ne? Vielleicht. Wie ziehe ich das? Kann ich das einfach so bewegen? Ach, crazy. Hey, bist du gerade erst gekommen? Du hast doch gerade nicht gesehen. Du so, das geht. Ja, ich habe ja nur zugeguckt. Ich hab's ja nicht selber gemacht. Alter. Ich glaube, ich nehme den Part hier. Interessant. Ja, doch, kann man auch safe machen. Voll. So. Nicht gut, aber auch nicht schlimm. Boah. Alter, das sieht ganz schlimm aus. So. Ja. Wie machen wir das mit dem Auge? Du hast auch so ein dummes Auge. Das heißt, wir brauchen nur Iris dann wieder, ne? Ja. Da kommt dann wieder hier die Scheibe Ananas in die Pupille rein. Ananas auf Pizza, ja oder nein, John?
Ich finde das gar nicht so schlimm, wie manche sagen. So. Jetzt hast du also einige Feinde gemacht. Das ist okay. Boah, Alter, jetzt sehe ich aus wie so der Ultra-Antagonist einfach. Richtige Bösewicht. Boah, es ist, das Auge ist so verzweifelt. Irgendwie böse, aber auch irgendwie verzweifelt. Was ist das hier für ein Auge? Wohin zieht sich das her? Es ist schön, dass du mit so ganz kleinen Babyschritten das so sorgfältig machst. Aber es sieht mir trotzdem nicht so ultra geil aus. Er sieht aus, wäre er sehr wütend. Er redet schon von er und nicht mal von mir, weil ich mich nicht mehr damit identifizieren möchte. Soll ich ihn dann trauriger machen? Nee, ist okay. Ja, guck dir den an, der guckt dich an und sagt, was hast du gerade gesagt? Nee, das ist so, das hast du wirklich gesagt gerade? Mann, scheiße, ich dachte, wir sind in einem Team. Ach, die Nase hier unten. Wie fährt man das so? Das muss, mach das so, wie du möchtest. Du machst mir also so einen Clown. Ich brauche keine Patterns. Ja, doch, das wird gut aussehen. Trau mir. Ich vertraue dir die ganze Zeit schon gar nicht mehr. Also, vertraust mir gar nicht? Nee. Warum? Das sieht doch gut aus. Ich erkläre euch heute, was Albträume sind und was man dagegen tun kann. Findest du nicht? Doch. Ja, warum vertraust du mir dann nicht? Das ist ein neues Tinder-Profilbild. Ja, die haben es ja eigentlich viel dezenter, ne? Das ist eigentlich schon zu viel. Ja. Und eigentlich ist es auch nicht schwarz, eigentlich ist es ja dunkelblau. Aha, oh, das sieht sehr viel cooler aus mit Blau. Du kriegst ja diese weißen Punkte. Hättest du gerne Sommersprossen? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, die wirst du rocken, wa? Ja, echt riesige Punkte gemacht, ne? Ja, warte doch mal. Richtige Galaxie in meinem Gesicht einfach. Mach mir zumindest noch so einen Zahn rein, wie bei Julia. Damit ich zumindest irgendwas habe. Bei dir kommt er von unten raus. Hey, was machst du denn? Nimm doch den Zahn von Julia einfach und kopier den da rein. Bah, mach doch nicht sowas. Ja, der Zahn macht's auf jeden Fall. Ja, Hammer. Ja, so. Finde ich mega. Danke für das Bild auf jeden Fall. Gern geschehen. Then I would laugh with ja, es ist ein bisschen unfair geworden, ja. Ich meine, ich finde, das sieht jetzt nicht so wack aus, so. Wenn du siehst schon, ich hätte dich nicht schmaler machen sollen vom Gesicht her, das ist irgendwie... Man erkennt mich ja nicht mehr so. Genau, richtig, die Augen sind auch mega lost einfach. Julia ist irgendwie echt cool geworden. Das ist, weiß ich nicht, was da passiert ist. Yeah. Es tut mir mega leid, Knossi, Alter. Wenn du das siehst, ich schwöre, hast du, keine Ahnung, hast du ja was gut. Das sieht aus, als hätte er ein Selfie gemacht, so. Das sieht aus, als hätte er ein Selfie gemacht und ganz ehrlich, wenn ich mit jemandem chillen würde, dann mit ihm, wa? Liebe Freunde, das war's dann auf jeden Fall schon. Checkt auf jeden Fall Avatar ab. Wir gucken wieder und wir werden diesmal nicht weinen. Doch, vielleicht nach innen wieder. Lasst gerne ein Like da. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wen ihr am besten fandet, wen ihr am schönsten fandet und mit wem ihr am ehesten chillen würdet bei einem weit entfernten Planeten. Hast du noch irgendwas? Nö. Schaut bei John vorbei unten in der Videobeschreibung. Da hat er nämlich dieses Foto hochgeladen. Nein, das musst du nicht hochladen. Ich weiß, du denkst, ich bin verrückt. Er wird hinter den großen Steinen auftauchen. Aber ich spüre sie. Ich höre ihren Herzschlag. Sie ist so nah. Und wie klingt ihr Herzschlag? Mächtig. Wir können dich deinen Krieg nicht zu uns bringen lassen. Einen Außenseiter. Das ist alles, was sie sehen. Ich sehe dich. Der Weg des Wassers verbindet alle Dinge. Vor deiner Geburt und nach deinem Tod. Das ist unsere Heimat! Ich brauche dich an meiner Seite. Und du musst stark sein.
im Herzen stark.